Hallo ihr Lieben, hier ist ein kleines Update zu dem Baby, von dem ich ja ein Box-Opening gemacht hatte und da war sie ja noch in Einzelteilen und nicht zusammengebaut. Deswegen wollte ich euch jetzt mal zeigen, was aus dem Baby geworden ist. Und zwar hatte ich sie erst in einem anderen Körper, der ja auch in dem Paket mit ihr war, aber ich habe dann, also sie war sehr, sehr klein. Ich hatte auch Frühchenkleidung für sie gekauft. Sie sah auch ganz süß aus. Leider habe ich davon kein Video gemacht, aber vielleicht auf meinem Instagram-Account sind ein paar Fotos von ihr in den ganz kleinen Klamotten. Und mir war das aber einfach zu klein. Und ich habe sie dann an einen größeren Körper gemacht. Das ist jetzt der Körper, der mit dem Bausatz Esme gekommen ist. Und ja, und ich finde, so sieht sie schon viel besser aus. Mir gefällt das richtig gut. Das ist jetzt neugeboren, die Größe von den Klamotten. Und ich finde, das sieht schon ganz gut aus. Und genau, jetzt wollte ich euch die kleine Maus nochmal zeigen. Hier ist sie. Und ich kann mal winken. Und ich finde, sie sieht unglaublich niedlich aus. Hier drin ist leider auch wieder ein bisschen dunkel, aber auf jeden Fall ist das Licht besser als bei meinem Freund. Die tatsächlichen Farben von ihr, ich glaube, die bekomme ich nur auf Fotos so richtig hin und nicht auf Video. Ich weiß auch nicht, meine Kamera ist irgendwie auch gerade etwas unzufrieden und fokussiert immer mal wieder. Ja, also, naja, aber so ungefähr. Die kleine Maus hat inzwischen noch einen Namen bekommen, ihr Name ist Fina. Und mein Freund hat ihr einen Zweitnamen verpasst. Und zwar ist ihr Zweitname Mallory. Mein Freund ist ja Amerikaner, deswegen hat sie einen amerikanischen Zweitnamen bekommen. Also heißt die Kleine Maus jetzt Fina Mallory. Und ich war echt überrascht und geschockt, was für Reaktionen das Baby ausgelöst hat. Denn ich hatte sie auch auf Facebook gezeigt und hatte ihm auch dazu geschrieben, dass ich sie für 21 Euro bekommen hatte. Einfach weil ich, ja, weil ich mich gefreut habe und weil ich das so immer noch so unglaublich einfach fand, immer noch finde, dass ich sie so günstig bekommen habe. Und einige Leute haben sich natürlich für mich gefreut und ja, war nett, aber andere waren unmöglich, haben mir vorgeworfen, dass ich lüge, dass ich sie eben nicht zu dem Preis bekommen habe, wollten Beweise dafür sehen, andere Leute haben behauptet, sie wäre ein Fake-Bausatz aus China, was natürlich völliger Schwachsinn ist. Den Bausatz gibt es überhaupt noch gar nicht nachgemacht. Also das ist ja ein ganz neuer Bausatz. Und ja, also wenn irgendjemand den gefaked sieht, darf er mir da gerne mal einen Link zukommen lassen, denn ich kann mir das nicht vorstellen. Die Geschichte hatte ich ja schon mal bei dem Box-Opening erwähnt, dass es eine Geschichte dahinter gibt, die sehr, sehr traurig ist und die ich deshalb auch in dem Post nicht öffentlich gemacht habe und auch jetzt nicht erzählen möchte, weil das einfach sehr, sehr persönlich ist und es hatte sehr, sehr persönliche Gründe, dass die Künstlerin von ihr sie nicht mehr wollte oder auch nicht fertig machen wollte. Sie hat sie ja nicht mehr zusammengebaut und nicht mehr geroutet. Und ja, ich war sehr geschockt von einigen Leuten, die wirklich auch beleidigend geworden sind, die andere Leute in dem Post beschimpft haben. Und wirklich, es war ein riesen Kindergarten. Mein Post wurde dann am Ende gelöscht, weil die Leute sich nicht benehmen konnten. Ich war total geschockt. Ich kann es gar nicht glauben, dass erwachsene Frauen hinter diesen Profilen stecken sollen, die sich so aufführen. Ja, ich finde es wirklich sehr, sehr traurig, dass man jemand anderem unterstellt, ich würde lügen oder die Künstlerin wäre dumm, dass sie sie zu dem Preis verkauft hat oder ja, oder mir zu unterstellen, sie wäre ein Fake-Bausatz und ich würde alle anlügen. Also ich finde das wirklich unglaublich traurig. Und ja, aber mehr sage ich dazu jetzt auch nicht mehr. Die entsprechenden Leute habe ich blockiert und werde mir das Baby von denen nicht versauen lassen. Ich denke, aus vielen spricht auch einfach der Neid, weil ich einfach unglaublich Glück hatte,
mit der ganzen Situation und mit dem Baby. Und ja, das werde ich mir auch nicht kaputt machen lassen. So, genau, das wollte ich euch einfach erzählen. Und die kleine Maus hier nochmal zeigen in ihrem süßen Outfit. Sie hat ja. Ach so, das habt ihr gar nicht gesehen. Aber das erste Outfit, das sie hatte, war auch ein Jungen-Outfit, weil das das einzige war, das ich gefunden habe in der Größe, die ihr gepasst hat. Und jetzt hat sie wieder ein Jungen-Outfit an. Wobei mir, das wisst ihr ja, ist das total egal. Ich stecke meine Babys einfach in was auch immer mir gerade gefällt. Und ich finde, dass sie darin unglaublich süß aussieht. Ja, was könnte ich euch noch erzählen? Ich erzähle euch noch, dass mein Freund sie ganz toll findet. Oder was heißt ganz toll? Also er ist kein Fan, aber er findet sie okay. Und das ist für ihn schon wirklich sehr viel, sehr positiv. Und ich glaube, ich werde aber auch nochmal ein extra Video machen, generell zu meinem Freund und wie er so auf meine Babys reagiert hat und wie so allgemein seine Meinung dazu ist. Denn ich finde das immer ganz interessant, von anderen zu hören. Und vielleicht interessiert euch das ja auch. Aber für heute sagen wir Tschüss und bis zum nächsten Mal.